Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb! Wir, in der letzten Folge haben wir uns den Ohren geholt, ne? Ich glaube schon. In dieser Folge werden wir nach Fuxania City fliegen und nochmal probieren, uns ein Sichlor und vielleicht auch ein Chanaira zu fangen. Das hat folgenden Grund, ich habe mal wieder was zu erzählen, ja? Und, ja, ich dachte mir, wir geben diesen Pokémon mal noch die Chance ihres Lebens, bei dem Top-Trainer zu sein. Naja, bei dem einzigen Trainer, der selbstständig rumlaufen kann. Ich meine, die anderen können es ja nicht. Ja, spätestens nach dieser Geschichte hier, wird mir wahrscheinlich jeder unterstellen, ich würde bei Google Geschichten eingeben, weil diese Geschichte, die ihr jetzt hören werdet, ist natürlich wie immer nicht erfunden. Und, nicht, dass mich das jetzt irgendwie in meiner in meinem Sprachtalent einschränken würde, aber wegen dieser Geschichte hatte ich ein Gespräch mit meinen Vorgesetzten und, die haben mich dann natürlich gefragt, was ich in meiner Freizeit mache, und meine Mutter war so schlau und hat denen gesagt, dass ich bei YouTube bin. Und ich meine, ich bin sehr stolz drauf. Also was ich hier mache, das ist schon mein ganzer Stolz. Ich meine, hey, was soll ich denn sonst machen, wenn man am Tag 8 Stunden arbeitet, da bleibt nicht mehr viel Zeit für anderes. Nicht, dass ich was anderes machen wollen würde. Und vielleicht ein bisschen mehr Sport treiben, ja. Der Noob-Sport, der bringt es jetzt nicht unbedingt. Auf jeden Fall, ja, hat sie denen von meinen YouTube-Videos erzählt und ich habe ihnen dann den Namen gegeben und darf ich ab heute mal davon ausgehen, dass ich vielleicht ab und zu mal von denen gestalkt werde. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ich meine, stellt euch wirklich vor, ich habe mit jemandem Stress und die wissen, okay, der baut seinen Stress manchmal in seinen Videos ab, mal gucken sie nach, aber okay, sollen sie machen. Ich meine, ja. Ich glaube, ich sollte erstmal das Thema an sich erläutern, ansonsten, ja, ich wollte das doch gar nicht, jetzt habe ich das gefangen. Nidoran, ich hasse dich, ich hasse dich. Könnt ihr euch noch, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Video gesagt habe, an dieses Thema mit den Ferien erinnern, ja, wo ich meinte, dass meine super tollen Mitschüler sich nichts merken können und so. Nun, das Ganze ist jetzt ein Tag her, jetzt nicht unbedingt punktgenau, aber es ist auf jeden Fall gestern gewesen, als ich das aufgenommen habe. Und, ja, es war gestern so, die haben sich ja wieder bei den Ferien unterhalten und ich weiß ja gar nicht, ob ich das gesagt habe, wenn ich sauer bin und so, ich wandle das in Humor um. Weil, keine Ahnung, es fühlt sich einfach besser an, als die ganze Bude zusammenzuschreien, weil wenn man schreit, haben die Leute Angst. Ich meine, dann sollen sie mich halt für ein arrogantes Arschloch halten. Das machen sowieso viele, obwohl es gar nicht stimmt, auf alle Fälle. Ja, die Lehrerin hat ja gestern nachgefragt, wie, wann, wieso, weshalb wir an dem und dem Tag Schluss haben. Wie, was ist heute mit Kangama los? Wann wir Ferien haben, nicht wann wir Schluss haben. Und da war das Maus bei mir voll. Ich habe wirklich, ich habe laut gelacht und habe meinen Kopf auf die Bank gehauen, weil ich das einfach, wow. Ich konnte das einfach nicht mehr hören, weil es ist ja, wie gesagt, schon das 13. Mal gewesen, mindestens, dass die sich über die Ferien unterhalten haben und ich das immer noch nicht nachvollziehen kann. Ich meine, wir haben den Ferienplan, haben wir schwarz auf weiß bekommen und wenn sie den aufgefressen haben, dann ist es nicht mein Problem. Auf alle Fälle, die Lehrerin ist, keine Ahnung, was hat die gesagt? Ich glaube, die ist 25. Also, es könnte auch eine Spielkameradin von Call of Duty sein, jetzt seien wir mal ganz ehrlich. Also, mit welchen Leuten ich damals abgehangen habe, ey, wie alt die waren. Ja, zocken kennt halt kein Alter, muss man auch dazu sagen. Also, das ist ja auch nicht das Problem. Ich meine halt nur, weil ich das, kam mir einfach nur so vor. Ich dachte, okay, hey, bis jetzt hatte man ja immer nur mit alten Lehrern zu tun. Mal was Neues. Auf jeden Fall hat die Lehrerin ist etwas dicker gebaut und hat meiner Meinung nach ein kleines Problem damit. Und jedenfalls hat sie sich von mir ausgedacht gefühlt. Ne? Und heute kam sie, wie gesagt, rein. Es war ein toller, regnerischer Morgen. Also wirklich, ich liebe es, durch den Regen zu laufen, auch wenn ich dann den ganzen Tag klitschnass war.
Jedenfalls kommt die rein, Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Hey, das passt voll, auch wenn es nicht 7 Tage war. Oh, und da war schon der Gong. Auf alle Fälle kam die halt rein und hat uns ihre neuen Regeln für die Berufsschule erklärt, also für den schulischen Teil. Wo es dann hieß, kein Gähnen, weil sie ist der Meinung, wer gähnt, möchte damit doch ausdrücken, dass... Ich will das nicht fangen, verdammt. Er möchte damit ausdrücken, dass er den Unterricht langweilig findet und sie fühlt sich provoziert, weil sie sich dann beleidigt fühlt und meint, wir würden halt den Unterricht langweilig finden. Und das Dumme ist, wir hatten heute die ersten beiden Stunden mit ihnen und ja, probier da mal dein Gähnen zu verkneifen auf alle Fälle. Das Problem ist, als sie das gestern hat sie das schon mal mit dem Gähnen angesprochen, als sie das gestern gemeint hat, ich musste plötzlich nur noch gehen, das ist immer, oh, Shanaira, 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 leg mich am Arsch. Er wollte wieder nicht, oder sie, er, sie, es. Und, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Auf alle Fälle kein Gähnen, weil sie sich provoziert fühlt. Kein Essen, Trinken, Kacken gehen ist ja Standard, das verstehe ich auch absolut. Was ich auch lustig fand, also nicht nur das Gähnen und blauen Keks, dass man da rausfliegt, sondern wer auch fragt, der fliegt raus. Weißt du, so ganz, wenn du so ganz provokant fragst, darf ich mal auf Klo? Raus mit dir! Ja, das darf man nicht, was man noch nicht darf, man darf nicht reden, während sie an der Tafel steht, weil sie der Meinung ist, dass wir dann über sie lästern würden. Also sie hat es nicht so wortwörtlich gesagt, aber so ist, so, das möchte sie einfach damit sagen, dass sie fühlt sich von allem provoziert. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil sie aufgrund ihres Körperbaus vielleicht nicht unbedingt das beste Selbstbewusstsein hat. Und deswegen hat sie solche Regeln eingebaut. Und sie hat auch gemeint, dass sich viele Lehrer über uns beschwert haben, was eigentlich gar nicht sein kann und stimmt, und ich denke mal, das war nur so, sie wollte sich nicht einzeln hinstellen und sagen, so, ich habe ein Problem mit euch. Nein, da muss natürlich wieder das ganze Schulgebäude mithalten, ne, hinhalten, nicht mithalten. Jedenfalls musste ich bei diesen ganzen Regeln grinsen, ich musste echt grinsen, weil ich das echt krass fand. Und ja, da meinte sie so, wenn ich mein überhebliches Grinsen nicht sofort unterlasse, dann reißt sie mir das Grinsen persönlich ab und spammt mich so lange mit Arbeitsblättern voll, bis ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. So, da wollte ich ihr das Missverständnis erklären, so dass ich sie nicht ausgelacht habe und so. Sie hat mich nicht ausreden lassen, das hat bis jetzt in der Schule noch niemand getan, also das war für mich nichts Neues. Ich also greif zu Stift und Papier, Blatt Papier, Stift, was auch immer. Da fragt sie mich, was machst du da? Ich so, naja, wenn sie mich nicht ausreden lassen, dann muss ich das wohl in schriftlicher Form verfassen. Und jetzt kommt's. Dieser Spruch hat mir noch, also diesen Satz hat mir noch keinen Lehrer, noch kein Lehrer hat es gewagt, diesen Satz bei mir zu verwenden. Ich kenne eine Menge arschiger, behinderter, schwuler, dummer Lehrer. Hat das jetzt Sinn gemacht? Wahrscheinlich nicht. Ich kenne eine Menge Vollidioten, so sagen wir es mal so. Sie hat zu mir gesagt, das Geile ist, am ersten Tag fing sie ja noch an, so, wenn ihr Probleme habt und so, wir können gerne miteinander reden und so, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Sie hat gesagt, sie scheißt auf meine Meinung. Hallo? Wie kann man denn bitte einem fast Volljährigen oder überhaupt, wie kann ein Mensch es wagen, zu einem anderen sagen, dass er auf seine Meinung scheißt? Ich meine, klar, wenn wir jetzt nicht aufeinander angewiesen sind und unsere und getrennte Wege gehen, dann kann man das machen, aber so einen Streit zu haben und zu jemandem zu sagen, dass man auf seine Meinung scheißt, das ist dann doch schon ziemlich bitter, wie ich finde. Und die war extrem angepisst. Was habe ich in meinem Zettel geschrieben? Ja, so ziemlich das, was ich eigentlich denke. Und da kommt der nächste Gong. Komm, einen schaffen wir noch. Und, ja. Da war ein Satz bei, der hat heute, wir haben heute den 27.09., der hat so viel, um so viel Wirbel gesorgt, dass man mich glatt suspendiert hat. Und, ja. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe da quasi meine ganze Wut
in diesem, auf diesem Stück Papier rausgelassen. Und der Satz des Todes lautete, weil sie ja meinte, wir dürfen nicht grinsen, weil wir, wenn wir grinsen, dann fühlt sie sich provoziert. Ich glaube, das hat sie hat sogar zu mir so gesagt, dass sie eben halt der Meinung ist, dass ich sie auslache, wenn ich grinse, weil ein Mensch darf nicht grinsen. Hallo, wenn irgendjemand in Japan grinst, dann fühlt sie sich beleidigt. Weißt du, sie hat da so einen Satellit und sieht alle Leute, die grinsen auf der Welt, die gehören halt für sie erschossen, was auch immer. Auf alle Fälle, der Satz lautete, also, drauf bezogen auf dieses Nicht-Lachen, ich werde in Zukunft, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Scheiße da, aber, dass ich das 1:1 hinkriege, ich werde in Zukunft drauf achten, vor der Schule, noch ordentlich viele Killerspiele zu spielen, damit ich in Amok-Stimmung komme. So, Leute, ich mache euch jetzt mal nichts vor, ne? Ihr alle wisst, was Killerspiele sind, ihr alle wisst, was ich von Killerspielen halte und was, ich denke mal, ich weiß auch, was ihr von den Killerspielen haltet. Das ist einfach mal total oberflächlich, dass da irgendwelche erwachsenen Leute, die sich noch nie mit Technik auseinandergesetzt haben und unsere Jugend sowieso nicht verstehen, meinen, dass irgendein Computerspiel dazu beiträgt. Ich denke mal schon, es kann dazu beitragen, aber es kann... Es darf nicht als Hauptgrund genannt werden, also, ne, das hängt... Amokläufer laufen Amok, weil sie ein sozial schwaches Umfeld haben und vielleicht dann noch Drogen nehmen, was auch immer. Jedenfalls habe ich es halt so gemeint, dass Amok-Stimmung, damit meinte ich, dass ich schlechte Laune habe, wenn ich zur Schule komme. Und das Killerspiele, das habe ich einfach, das habe ich, ich habe mir schon was dabei gedacht, also jetzt nicht im Sinne von Amoklauf, sondern einfach Killerspiel. Weil, oh, hi, Sichlor, hi, Sichlor, hi, Arschloch, weg ist er. Es war einfach, meiner Meinung nach, Ironie und Sarkasmus auf einem sehr tollen Niveau. Also, ich fand es toll, ja. Ich fand es einfach so meine Art, wirklich, wenn so richtig... Ich bin total angepisst, aber anstatt dieser Person in die Fresse zu hauen, hau ich einfach einen coolen Spruch raus. So, ihr könnt euch aber alle denken, was passiert ist. Sie haben es wortwörtlich genommen. Ja. Heute, ich hab's gefangen, what the fuck? Heute habe ich einen Sichlor gefangen, hey. Sichlor lebt im dichten Unterholz, flink wie ein Ninja, greift das mit, ach, was auch immer. Nein, aber ich kann's auch nicht, nein. Sichlor wurde auf, ich dachte schon, mein PC ist voll. Dann hätte ich jetzt aber geschrien, ganz im Ernst. Ja, sie haben's wortwörtlich genommen. Ich bin heute offiziell, wir haben den 27.09., ich bin heute offiziell Brandenburgs potenzieller Amokläufer. Vielleicht nicht in ganz Brandenburg, aber wenn ich euch jetzt irgendeinen Ort sag, dann, also in irgendein Kaff, dann sagt euch das wahrscheinlich nichts. Aber so ist es, Leute, so ist es. Ich wurde dann, spontan zur Direktorin gebeten. Und die Direktorin meinte eben halt, ich meine, ja Marco, du hast doch sicherlich schon mal im Fernsehen gehört, dass Leute Amok laufen, ja. Fehlte bloß noch, dass sie sagt, dass es an Counter-Strike liegt, weißt du? Auf jeden Fall, ja, sie haben es halt wörtlich genommen. Sie meint, es ist kein Sarkasmus mehr, es ist keine Ironie mehr. Wie gesagt, eins von beiden muss es sein. Ich verwechsel die beiden immer. Es ist einfach nicht mehr spaßig. Auf jeden Fall wurde ich nach Hause geschickt, weil... Sie alle der Meinung waren, ich hole gleich meine AK-65 raus, ne? Das ist eben halt immer. Das ist. Ich hab das denen auch. Okay, eins können wir noch machen. Ich hab das denen auch im Einzelgespräch dann gesagt. Selbst. Also wenn ich. Erstmal die Frage, wie komme ich an Waffen? Da wurde ich voll gelabert und es geht jetzt nicht um die Waffen. Doch, es geht um die Waffen, Leute. Wenn ihr meint, dass ich in der Lage bin, Amok zu laufen, dann erklärt mir bitte, wie ich an die Waffen kommen soll. Ja, man kann auch ohne Waffen Amok laufen. Wie jetzt? Man kann ohne Waffen Amok laufen? Ich meine, klar, jeder hat einen Besteckkasten, jeder kann sich das Messer von Mutti aus der Küche holen, aber damit kommt man nicht weit. Und die Leute, die im Fernsehen waren, die Amok gelaufen sind, die hatten alle Familienangehörige, die Zugang zu Waffen hatten. Da gab es Leute, die waren in einem Schützenverein. Da gab es Leute, die hatten einfach mal eine Schrotflinte bei sich im Schrank eingeschlossen. Einfach mal just for the lols zur Sicherheit. Manche Leute bringen das auch ihren Kindern bei. Das haben wir auch im Fernsehen gesehen. Die bringen ihrem vierjährigen Kind bei, wie man auf Ziele schießt.
Da hab ich mal wirklich einen Ausschnitt gesehen. Da hat ein Vater seinem 4-5-jährigen Kind eine Schrotflinte hingehalten und sagte, hier Junge, mache! Wie jetzt? Du willst Pokémon gucken? Nein, Mann, ich zeig dir jetzt, wie man Tiere erschießt. Jedenfalls, ja. Ich hatte halt, wie gesagt, dieses Einzelgespräch und so. Die waren wohl alle kurz davor, die Bullen zu rufen. Wie gesagt, wieso? Ach genau, das war ja die Frage, wie komme ich an Waffen? Und dann habe ich halt als nächstes gesagt, wenn ich wirklich Zugang zu Waffen hätte, ja, ich würde mich selber erschießen. Ich würde mich selber erschießen, weil die Mühe, da irgendwo hinzulaufen und auf gut Glück mal einen zu treffen, weiß ich halt ja noch nie eine Waffe in der Hand. Das ist ja dann ein Hardcore-Modus, weißt du, ohne Zielvisier und nee, ich würde mich wahrscheinlich selber erschießen. Ich werd's nicht tun, keine Sorge, Leute. Aber ich meine nur, die Mühe würde ich mir auf alle Fälle nicht machen. Auf jeden Fall kamen sie dann natürlich wieder mit ihrem Pädagogen-Scheiß. Ja, ich bin mir bewusst, dass die das vielleicht hören könnten. Ja, das ist eben halt ihr Job, weißt du? Also als Psychopädagogen, die sollen immer dafür sorgen, dass die Leute sich ändern und bessern. Es ist komisch. Also nach dem Gespräch habe ich mich erst echt komisch gefühlt, weil wenn eine Person lange genug auf einen einredet und sagt, dass er scheiße ist, dann kriegt man das vielleicht irgendwann, dann denkt man es wirklich vielleicht selber irgendwann. Auf jeden Fall kam wieder dieser Standardmist. Ich soll mich natürlich wieder biegen, verbiegen und so. Das ist immer typisch, weißt du, man soll sich immer für andere verbiegen, aber keiner verbiegt sich irgendwie für mich. Weißt du, und im Endeffekt könnt ihr euch ja das Ende vom Lied denken, das war natürlich total übertrieben und ich komme irgendwie bei allen irgendwie immer wie so ein arrogantes Arsch rüber. Das ist, oh Gott, jetzt bin ich bei einem Schanaiger geflüchtet. Wie assi ist das denn? Ja, auf alle Fälle kam eben halt dieses, keine Ahnung, es ging bestimmt anderthalb Stunden das Gespräch. Und da kannst du mal sehen, wie wortwörtlich die das nehmen, weißt du? Und dann soll mal irgendein Lehrer noch einen sarkastischen Witz reißen oder so. Und dann heißt es wieder, ja, du solltest das ja nicht ernst nehmen. Also das ist mal, dann dürfte ich mir anhören, ja, diese 25-jährige Frau, die hat ja Berufserfahrung und so. Aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, sie hat nicht das Recht, mich wie ein Stück Scheiße zu behandeln. Ich meine, erstens hat sie mir selber gedroht, indem sie mir gesagt hat, sie reißt mir mein überhebliches Grinsen aus. Und zweitens, dass sie gesagt hat, sie scheißt auf meine Meinung. Hallo, wir leben in einem freien Land. In einem freien Land. Also, das höre ich zumindest immer. Das stand letztens in meinem Märchenbuch. Gleich nebenan von Harry Potter und dem Weihnachtsmann auf alle Fälle. Und es ist einfach. Wow, ich meine, lass euch das mal auf der Zunge zergehen und so. Und, krasse Scheiße auf alle Fälle. Wie gesagt, die wissen jetzt meinen YouTube-Namen, also. Ich stelle mir das wirklich so vor. Ich habe mit irgendjemandem von den Stress und die gucken sich meine Videos an, weil sie wissen wollen, was ich drüber denke. Aber gut, es ist eben halt. Wenn ich meine Meinung da nicht äußern darf oder wenn sie da auf meine Meinung scheißen, da mache ich es eben halt hier, ne? Und, ja. Gibt's noch irgendwas? Wie gesagt, die halten mich jetzt für einen Geisteskranken, der vielleicht Amok laufen könnte und so. Ich weiß immer noch nicht mit was, keine Ahnung. Ist ja genauso, die Direktorin hat meine Mutter gebeten, meine Mutter soll doch mal bitte anrufen, wenn ich zu Hause angekommen wäre. Ich weiß ja nicht, was ich in den 15 Minuten unterwegs machen soll, ob ich mir da einen Stock nehmen soll und zurückrennen soll. Und jetzt laufe ich Amok hier. Letztens, das hatten wir in einem anderen Video auch, ich werde für einen Strippenzieher gehalten, ich werde für einen Amokläufer gehalten, was man, ey, weißt du, und solche Leute erzählen mir dann irgendwie, sie hätten studiert und sind Pädagogen und so und machen einfach eine komplett falsche Einschätzung von mir, das ist so, wow. Ganz ehrlich, wenn das wirklich so ist, dann möchte ich auch Pädagoge werden und irgendjemand voller Scheiße dauern, weil im Endeffekt habe ich ja recht, ne? Ich bin ja der Pädagoge. Ich könnte auch zu einem Vibe sagen, sie ist in Wirklichkeit ein Mann. Ich bin der Pädagoge, ich habe immer recht, ne? Und
Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's. Ich meine, wir haben ja in dem Sinne, haben wir tatsächlich was erreicht. Hey. Vielleicht mal kurz gucken, welches Level dieses Sichlor ist. Ich flieg da einfach hin. Ich weiß gar nicht, wo mein Zerschneider ist, deswegen, das hört sich wirklich, das ist alles, ihr könnt aber sehen, was ich innerhalb von einer Woche so durchmache, weißt du, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und manch einer sollte sich jetzt mal an den Kopf fassen und sich denken, oh scheiße. Und ich dachte, ich hätte Probleme, ja, ganz im Ernst. Ich bin der Amokläufer von YouTube, auf alle Fälle. Wenn ich nicht gerade Zombies verprügle, dann meine Lehrer. Muss ich mich jetzt natürlich von den Pokémon verabschieden. Ich würde mal sagen, das klären wir dann beim nächsten Mal. Ja. Jetzt hätte ich doch beinahe auf eine andere Art und Weise mich verabschiedet. Ich möchte ja niemanden kopieren. Ja, bis zum nächsten Mal. See ya.